Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallihallo und herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute ein Szene-Urgestein in der Sendung, den viele von euch kennen dürften. Das ist nämlich niemand geringerer als Michael Witt. Hi Michael. Grüß dich Gero, schönen guten Morgen, ja, fast Mittag. Ja, ganz genau. Freut mich total, dass wir sprechen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, kennen uns aber natürlich schon lange und du bist ein bekanntes Gesicht in der Szene aus mehrerlei Hinsicht. Wir wollen heute sprechen über die HR Tech Night. Aber bevor wir da hinkommen, wäre es doch cool, wenn du vielleicht nochmal ein paar Takte zu dir selber sagst, für die wenigen Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollen. Okay, mache ich natürlich sehr gern. Naja, okay, seit ich arbeite, mache ich tatsächlich nichts anderes wie Recruiting und das jetzt mittlerweile seit 12, 13 Jahren. Angefangen natürlich klassisch in Linienpositionen, berufliche Fort- und Weiterbildung hin zu klassischem gewerblich-technischem Recruiting. Dann auch in leitenden Rollen, strategische Rollen. Und jetzt seit 2 Jahren bin ich beratend unterwegs und mache da vornehmlich Organisation, Strategie, Beratung und Entwicklung im Recruiting. Bekannt, du sagtest aus vielerlei Hinsicht, Recruiter Slam, eine der Veranstaltungsreihen, die ich sehr gerne mache. Und auch die HR Tech Night kommt aus meiner Feder. Mit Robin habe ich da noch Bücher geschrieben. Ich blogge auch, habe auch einen Podcast mit Dominik Hahn, der leider seit 1,5 Jahren schläft. Also nicht Dominik, aber ja. Ich habe ja immer viel über Star Wars gesprochen. Genau. Ne? Heute ist der 5. Mai, gestern. Nee, weil heute ist der 6. schon, ne? Vorgestern ja, 6. war Star Wars Day und ich habe gedacht, vielleicht kommt da jetzt mal wieder lichtschwertmäßig was rüber von euch beiden, aber weit gefehlt. Warum eigentlich? Nee, es kommt was. Dominik hatte ja tatsächlich einen beruflichen Wechsel und ich glaube, jetzt ist er wieder zurück und wir haben den ersten WhatsApp-Kontakt und wir sind dabei, jetzt so langsam auch uns wieder unserem Trello-Board zu nähern. Und wir werden, glaube ich, auch bald mal wieder aufnehmen, weil es gibt einfach so viele Themen, auch privat, die wir zu besprechen haben. Und die kann man ja dann auch aufnehmen. Wir haben ja ein bisschen einen breiter angelegteren Cast, wo man auch über viele Spiele und auch der neue Star Wars 9 kam ja raus. Den müssen wir natürlich auch noch verarbeiten. Und wir haben, glaube ich, 6 Folgen online. Und die beste Folge war tatsächlich unsere Star Wars-Folge. Die wurde, am meisten gehört. Und also, ihr sprecht ja, glaube ich, auch über Gin, ne? Wenn mich das nicht alles richtig täuscht. Habe ja, ich zu diesen Erinnerungen, war ich auch begeisterter Hörer. Ja. Und verlinke den Spaß natürlich auch gerne in den Shownotes. Aber wir wollen heute eigentlich über was anderes sprechen. Von deinen ganzen vielen Aktivitäten, nämlich die HR Tech Night. Da gab es einen Aufruf zu einer Blogparade, ja. Und weil ich im Moment gar nicht viel zum Schreiben komme und auch ehrlich gesagt total Spaß am Podcasten gefunden habe, hatte ich dich ja gefragt, wollen wir nicht darüber eine Runde schnacken. Das tun wir jetzt. Erzähl doch mal, wie das eigentlich losgegangen ist. Das kann man natürlich auch auf eurer Webseite hrtechnight.com nachlesen. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Aber das so aus dem Munde eines der beiden Gründer zu hören, das ist ja wahrscheinlich noch mal viel interessanter. Wie ist das überhaupt losgegangen? Klar, gerne. Also auch in einer ähnlichen Phase, in der wir uns jetzt befinden, es war eine Phase der beruflichen Umbrüche. Und zwar Robin ging damals in der Phase zu Trendence und ich ging damals von meinem damaligen Arbeitgeber raus in die Selbstständigkeit. Und wir beide haben uns dann überlegt, wir müssen unbedingt was zusammen machen oder wollen was zusammen machen und haben klar gewusst, es geht um Digitalisierung und es geht irgendwie um Recruiting und es geht um HR und haben viel gebrainstormt und kamen immer näher an ein Eventformat und kamen immer näher an die Themen Wissensvermittlung im Bereich Digitalisierung und haben dann begonnen, einfach die Formate zu analysieren, die es gibt und zu überlegen, wie bekommen wir es hin, tatsächlich eine breitere Transferleistung zu schaffen, wie 2-tägige Großveranstaltungen, die sehr wichtig und gut sind, weil man kann da intensiver netzwerken, man trifft viel mehr Leute, man hat auf diesen Veranstaltungen einen großen Speaker-Pool, mit dem man
gezielter sprechen kann. Aber wir glauben, eine Digitalisierung ist eben eine verstetigte Sache. Man muss sich immer Happen abholen und diese dann in das Unternehmen zu tragen. Das war so die Grundidee. Und aus dieser Grundidee haben wir uns angeguckt, was es in anderen Branchen gibt. Und natürlich, wenn wir uns die Tech Nights mal so angucken, die Blaupause sind die Meetups, die wir natürlich aus der IT-Welt sehr kennen. Da geht es immer um ein Thema. Man hat ein, zwei Speaker, danach gibt es Pizzas und Bier oder Pizzen und Bier. Und so ein ähnliches Konzept haben wir dann transferiert in die HR. Wir hatten am Anfang auch ein Fokusthema, zwei Speaker und Häppchen und Getränke und haben damit gestartet. Na, echt cool. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ne? Ihr seid jetzt also offiziell 3 Jahre alt, habe ich gelesen. Mhm. Die Tech Night selbst, die erste hat, glaube ich, vor ungefähr 2,5 Jahren stattgefunden. Genau. Und ihr habt seitdem unfassbare 1700 Menschen in Real Life offline erreicht. Natürlich habt ihr einen ganz anderen Erreichungsgrad nochmal online über all die Kanäle, die ihr da bespielt. Ich glaube, es gibt keinen in der HR-Szene, der die HR Tech Night nicht in irgendeiner Form schon mitbekommen hat. Und ihr habt auch schon 55 Speaker vor Ort gehabt im Laufe der Zeit. Und ihr seid an ganz vielen verschiedenen Standorten. Ne? Wie ist denn das eigentlich, wie hat sich das entwickelt? Wart ihr von Anfang an in mehreren Städten? Ich glaube nicht, ne? Ihr habt gestartet nee, nee. In Stuttgart, wenn ich das richtig genau. Im Kopf hab. Also es war einfach, klar, auch ein bisschen eine egoistische Sache, wo ich gesagt habe, lass uns doch einfach mal in Stuttgart dieses Eventformat ausprobieren. Wir hatten da einen coolen Co-Working Space, in dem ich selber, wo ich angefangen habe, selbstständig zu werden, gearbeitet habe, weil in diesen Spaces hat man eben Kontakte zu anderen Gründern und man kann viel lernen. Ich war ja auch neu dann damals, wo ich gegründet habe. Und habe dann mit Robin ausgemacht, lass uns das in Stuttgart probieren und dann mal gucken, wie es angeht und wie wir uns quasi skalieren können. Und in Stuttgart gab es einfach HR-seitig wenig Veranstaltungen und darum haben wir quasi auch diese Nische genutzt. Und dann ging es relativ schnell auch los, wo uns dann Leute gefragt haben, oh, coole Veranstaltungen, können wir die nicht in Ort XYZ machen? Und dann haben wir unseren Tourplan gemacht, sodass wir quasi letztes Jahr 17 Veranstaltungen hatten. 17 Veranstaltungen in 6 Städten oder wart ihr in deutlich mehr Städten noch? In 6 Städten, ja. Ich glaube, mit Wien waren es dann 7. Naja, okay, sehr, sehr coole Geschichte. Ich, was mich natürlich interessiert aus einer ganz anderen Perspektive, ich weiß, ihr seid da, oder ich vermute, ihr seid da gar nicht monetär getrieben, sondern ideell. Kann man damit Geld verdienen? Ist das eine Nullsummenveranstaltung oder legt ihr sogar noch was drauf? Wir legen nichts drauf. Also es steht eine Firma dahinter, die MT Fourth. Das ist eine UG, also eine GmbH. May the Fourth. Darum feiern wir auch am Star Trek-Tag Geburtstag. Wir haben quasi unsere Leidenschaft in der Firma ein bisschen versteckt. Wir haben ja auch 2 Mitarbeiterinnen drin, die Yolanda und die Rebecca, die uns da sehr stark unterstützen, dass das funktioniert, weil es ist eine Eventagentur. Ich würde mal sagen, Ziel ist schon, dass die Nights irgendwann mal ein Gehaltsbestandteil werden können, / sollen. Derzeit seit 3 Jahren ist es so, dass die Nights jetzt unsere Werkstudentinnen bezahlen und damals auch die Steffi war ja dabei und hat da auch einen großen Vorschub geleistet. Ne? Die Steffi Maas, heute in Berlin im Krankenhaus. Genau, die hat auch den ersten großen Sprung und Schub mitverantwortet und den zweiten machen jetzt quasi Rebecca und Yolanda und die konnten wir zahlen. Also das lief schon mal gut, somit kann man Geld verdienen mit so einem Format, aber es reicht nicht, um zu leben. Und das Ziel wird sein, dass die Night weiterhin bestehen bleibt, ohne dass wir drauflegen. Wir haben einmal das Jumpkapital rein und seitdem hält sich die Night eigentlich selber. Wir planen aber natürlich noch weitere Dinge, da können wir im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen drüber sprechen, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Es ist halt noch ein bisschen Startup. Einmal haben wir genügend Geld auf dem Konto und einmal halt nicht. Naja. Und das wackelt, aber es wird nicht so sein, dass es ein 30% beispielsweise meines Beratungsbusinesses einnehmen wird. Es wird so sein, dass es Geld bringt, aber nicht so,
dass ich davon lebe. Naja, ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil das immer so Mythen sind, dass man mit solchen Veranstaltungen Großkohle machen kann. Aus eigener Erfahrung glaube ich, da kann vielleicht ein bisschen was hängen bleiben, aber in erster Linie geht es eigentlich um die Inhalte und es geht natürlich darum, Profil zu gewinnen. Richtig, genau. Was ihr ja damit auch super, super macht. Sag mal, was ist denn eigentlich im Laufe der Jahre an Skurrilitäten passiert? Gibt es irgendein Döneken, irgendeine lustige Geschichte, die du erzählen kannst in dem Kontext? Also das der Klassiker, und den kennst du wahrscheinlich auch mit deinen Festivals, sind so, Speakerinnen fallen aus einen Tag oder am selben Tag so. Und dann muss man relativ viel telefonieren, aber so richtige Böcke haben wir eigentlich nie geschossen. Ich glaube, einmal kam das Buffet nicht. Das kann man ja durch ein Mehr an Getränken dann ausgleichen. Richtig, ein Mehr an Getränken ausgleichen oder einen Schwung Familienpizzen bestellen, sodass es gar nicht auffällt. Aber sonst ging es eigentlich tatsächlich. Zwei Roll-Ups sind mal verschwunden. Da wissen wir bis heute, glaube ich, noch nicht so genau, wo sie sind. Naja, bei irgendwelchen Fans gelandet. Ja, ich hoffe es, dass die irgendwo im Wohnzimmer stehen. Also, wenn die irgendwo stehen, meldet euch. Ich glaube, dass Michael und Robindro gerne die noch unterschreiben. Ich wollte gerade sagen, wir kommen persönlich vorbei und schreiben unsere Namen drauf. Ich bringe einen Gin mit. Und sonst, ich glaube, so ganz skurrile Sachen hatten wir nie. Wir hatten auch so immer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat immer alles gepasst, sodass auch da irgendwie nie was auffällig war, wo wir irgendwie einschreiten müssten oder auffallende Leute, provozierende Leute hatten. Es ist tatsächlich so eine Community geworden. Wir haben quasi Wiederholungstäter. Was auffällt, dass nach den Veranstaltungen kein Sohn, ich muss hier weg, sondern ich bleibe lieber da, Trieb entstanden ist. Also wir müssen die Leute eher rausschmeißen dann um 10. Auch ein schönes Ding. Aber macht ihr das dann? Man könnte ja auch bis 11 weitermachen. Es kommt auf die Veranstaltung dann an, also auf den Veranstaltungsort, sagen wir so. Manchmal müssen wir, manchmal nicht. Aber wir ziehen ja öfters auch weiter dann in die Aftershow-Locations. Aber so richtig ganz skurrile Dinge, manchmal hat man halt komische Absprachen und so. Aber so ganz krasse Sachen. Ich glaube eher, dass man, wenn man so Großveranstaltungen macht wie du, die skurrileren Dinger erlebt, wie mit so routinierteren Dinger, wie wir sie machen. Zwei Speaker, Buffet, Coworking Space. Du hast bei den Großveranstaltungen natürlich manchmal, ich sag mal, in Anführungsstrichen Stargäste, die besondere Wünsche haben. Das, genau. Da muss der Ingwertee da stehen und so weiter. Richtig. Aber was mich halt nochmal interessiert, und die Frage muss ich jetzt natürlich stellen, wir haben Corona. Ja. Das verändert die Veranstaltungslandschaft ja fundamental. Im Moment explodieren ja förmlich die Webinare. Ich hatte auch schon das Vergnügen, in letzter Zeit jetzt an mehreren teilzunehmen. Wir von Territory Embrace machen das natürlich auch. Aber es ist ja was anderes, online zu schnacken. Auch da kann Wissen vermittelt werden. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, der ganz große Vorteil von Präsenzveranstaltungen liegt halt im Netzwerkbereich. Genau. Absolut. In dem, was du gerade auch beschrieben hast, dass die Leute danach beisammen bleiben, sich noch was trinken und man sich auch privat vielleicht auf einer gewissen Ebene näher kommt, was ja dann zu ganz anderen dauerhaften Verbindungen führt. Wie seht ihr das denn? Ich weiß, ihr habt im Herbst drei Veranstaltungen geplant. Ne? Los geht's, glaube ich, in Köln am 16.09. Rechnest du damit, dass die sozusagen offline stattfinden oder habt ihr einen Plan B in der Tasche? Also, wenn ich nochmal kurz ausholen darf, wir sind ja jetzt schon in einem teilhybriden Setting, würde ich mal sagen. Die Stuttgarter Veranstaltung streamen wir schon alle. Und zwar for free. Also das heißt, wir haben 50, 60 Leute da und streamen die Veranstaltungen recht professionell raus, zum einen. Und zum anderen werden dann quasi nach der Veranstaltung alle Vorträge nochmal aufbereitet. Professionell mit einem Rahmen und in unseren YouTube-Channel eingespeist. Somit sind wir schon teilhybrid. Also wir haben das Netzwerken, fangen wir in Teilen schon digital ein. Durch Corona fällt es aus. Wir haben alle Veranstaltungen bis August abgesagt.
Also wir hatten 4 geplant, die haben wir alle abgesagt. Also auch nicht, die finden auch nicht online statt? Nee, wir haben absichtlich eben, weil auf einmal, mir kam so vor, alle in Schockstarre kamen, 4 Wochen kam nichts. Und dann ging dir wahrscheinlich genauso wie mir, im Stundentakt kamen Webinareinladungen in mein E-Mail-Postfach so. Und dann dachte ich, einer von vielen, oder Robin und ich haben dann telefoniert, einer von vielen zu sein, macht nichts. Dann haben wir tatsächlich über hybride Formate überlegt, die wir ja machen können, weil wir mit unseren Partnern, die da streamen, auch und dem Coworking Space tatsächlich auch Möglichkeiten haben, das zu tun. Und unsere Geburtstagsfeier sollte eigentlich ein hybrides Format werden. Aber da Baden-Württemberg noch bloß 2 Leute in Räumen zulässt und der Coworking-Space nicht aufmachen darf, haben wir das quasi auch sein lassen. So, zurück zu deiner Frage. Köln wäre die Zukunft Personal gewesen. Europe. Ja. Wenn die stattfindet, findet auch die Tech Night statt. Okay, klare also, Antwort. Also, und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Richtig, genau. Ja. Und wenn nicht, findet vielleicht von der Zukunft Personal ein Online-Format statt. Das weiß ich nicht, was die gerade im Backoffice quasi planen. Und dann kann sein, wir werden im Rahmen des ganzen Programmsettings der Zukunft Personal Europe auch unseren Teil beitragen. Das kann sein. Also die Republika läuft ja jetzt auch quasi online. Und in diesem Surrounding kann sein, sind wir auch dabei. Wir wären aber auch noch auf der Human Works gewesen von ProMerit. Okay. Da hätten wir den HR Tech Stream gehostet mit der HR Tech Night. Und die planen tatsächlich, das Ding online zu machen, soweit ich weiß. Na gut, da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Lass uns mal vom Organisatorischen wegkommen, mehr zum Inhaltlichen. Sehr gerne. Was sind denn eigentlich so aus deiner Sicht gerade die ganz großen HR-Tech-Trends und Themen? Ich wusste tatsächlich, dass die Frage kommt. Ah. nicht überraschend. Und habe mir das tatsächlich überlegt, was die Trends sind. Also die Trends, die wir dieses Jahr haben, sind natürlich durch Corona tatsächlich andere oder wurden wahrscheinlich andere. Und letztes Jahr konnte ich, um ehrlich zu sein, außer dass künstliche Intelligenz verschwand und durch eine Ethikdebatte und eine Transparenzdebatte ersetzt wurde, kaum Techniktrends erkennen. Weiß nicht, wie es dir ging. Mir geht das ganz genauso. Wir hatten beim RC ja auch vor 2 Jahren das große Thema KI. Für mich war das aber ganz natürlich. Wir waren schon an einem Punkt, wo der Tipping Point eigentlich war. Ja, stimmt. Wo wir auch eingeleitet haben, zu sagen, ja, lasst uns das mal alles so ein bisschen realistischer betrachten und lasst uns auch mal überlegen, was man als Mensch überhaupt will. Ne? Man muss ja nicht alles machen, nur weil es technologisch geht. Man sollte wissen, was technologisch geht, aber die nächste Frage ist ja eher, will man das dann so? Und das war der Anknüpfungspunkt an diese ganze Ethikdebatte, die ich für sehr, sehr gut halte. Ich auch. Was jetzt passiert, glaube ich, ist ganz, ganz klar, Corona ist ein Katalysator für die ganze Digitalisierung. So. Und es all das, wo vorher einige wenige Begeisterte gesagt haben, in so eine Richtung müsste man doch denken, das wird durch Corona zum Mainstream. Und das passiert auch gerade schon. Ich vermute, dass wir durch die Corona-Situation auf ein anderes Niveau kommen. Und dann nachgelagert ganz viele Themen wichtig werden, mit denen ihr euch auch sehr beschäftigt. Ich habe mit Robindro da vor einigen Monaten auch drüber gesprochen. Da geht es dann um Data Analytics und wie man wirklich die Daten richtig gut nutzt, um vielleicht irgendwann auch tatsächlich zu Predictive Analytics zu kommen. Das ist ja im Moment, redet man drüber, aber es macht ja kaum einer. Ich glaube allerdings, wenn die Digitalisierung jetzt wirklich fortschreitet im Recruiting-Thema und gewisse Standards halt überall in place sind, auch getrieben durch Corona, dann kommen wir genau an der Situation raus. Das ist das, was ich glaube. Ich gehe da großenteils mit. Ich glaube, jetzt kann man auch nicht von Digitalisierung, sondern eher von Panik sprechen. Mhm. Es öffnet quasi neue Türe und Tore, weil jetzt viele einfach sehen, es kann doch funktionieren und Videoconferencing
ist ja keine Digitalisierung. Aber man sieht dadurch jetzt quasi, wo sind die Grenzen unserer derzeitigen Digitalisierung, weil Prozesse nicht sauber digitalisiert sind und kann da eben nachholen, um Daten zu generieren. Und ich glaube, und das hast du auf deinen ersten zwei, drei Podcasts immer so in Nebensätzen gesagt, die finde ich aber somit die wichtigsten, dass Recruiting, Employer Branding und HR Marketing nicht mehr Silos sind, sondern ja, in gesamtheitlichen Organisationen zusammenwachsen müssen. Vielleicht sollte man da mal einen Einzelpodcast zu machen. Ich erwähne das eigentlich fast in jedem Podcast. Ja, weil, ich schreibe da gerade ein Buch drüber. Weil das meine Mission natürlich auch ist, logischerweise. Ja. Und weil ich im Hauptbusiness unserer Agentur genauso umgebaut habe und wir uns so positionieren. Weil ich sehe das genau gleich und ich hoffe, dass dadurch, also ich weiß nicht, ob Corona der Katalysator dafür ist. Kannst du dich noch an den Vortrag erinnern, den ich mal in Zürich gehalten habe und dieses Modell vorgestellt habe mit diesen Ebenen und Dimensionen bei Matthias Mäder? Boah, das ist aber schon lange her. Ja, 3 Jahre oder so. Ja, aus dem Ding ist jetzt ein komplettes Organisationsmodell geworden. Na super. Und du schreibst ein Buch darüber? Genau. Und da geht es genau darum, und ich feiere immer diesen Nebensatz, wenn du den sagst und denkst, ja genau, da denken wir zu 100% gleich. Und ich hoffe, dass dadurch und diesen Datenansatz das dann viel besser funktionieren kann, wenn Recruiting quasi Handlungsstoßrichtung leitend wird und Employer Branding und HR Marketing irgendwie so zuarbeitet. Nicht wertend, sondern einfach richtungsleitend irgendwie. Ja, also ein hybrider Ansatz. Das ist ja ohnehin, finde ich immer interessant, sozusagen Uralt-Diskussion in dieser Szene, in dieser kleinen, überschaubaren, aber spannenden Szene. Wer hat eigentlich den Lead, das Employer Branding oder das Recruiting? Meine Meinung ist, ganz abgesehen davon, dass die Frage vielleicht dann auch immer irrelevanter wird, wenn das sowieso zusammenwächst, aber dass es am Ende in Zeiten wie diesen darum geht, die richtigen Leute in die Firmen reinzuholen und zu behalten. So. Und ja, da hat halt beides seinen Anteil dran. Das eine ohne das andere ist oftmals sehr schwierig. Genau, und dazu brauchst du dann eben eine funktionierende digitale Base, können wir es ja mal nennen. Und dann die richtigen Tools, die vernetzt sind, die Kollaboration ermöglichen über die Teams hinweg, die ja dann immer noch ihre spezialisierte Aufgabe haben. Employer Branding macht Employer Branding, HR Marketing verbindet Recruiting und Employer Branding und so weiter. Aber drunter muss eine Database liegen und eine digitale Toolbase liegen. Und das, glaube ich, kann Corona jetzt machen, weil es, glaube ich, Lücken aufdeckt. Ja, und vielleicht das ist das, was ich eben halt auch meinte. Wir kommen auf ein neues Niveau und werden dann in der Lage sein, anders auch mit den ganzen Daten zu arbeiten. Spannendes Thema. Ja. Wo wir gerade so ein bisschen am Rumfabulieren sind, was in Zukunft vielleicht passieren mag. Lass uns noch mal kurz Richtung HR Tech Night gucken, weil du eben angedeutet hast, da gibt es auch ein paar neue Ideen, was wir vorhaben zu tun. Vielleicht hast du dazu Lust, noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, klar. Also zum einen, wir haben den YouTube-Channel natürlich gelauncht und haben da 3 Formate drauf. Wir streamen ja, die Vorträge gehen drauf. Wir haben ja ein kleines Interview-Format, wo wir mit Leuten nochmal spezielle Themen bereden und draufstellen, und wir haben so ein Nugget-Format, wo wir 2 Minuten quasi Sachen definieren. Die letzten Formate, um die geht es mir jetzt im Speziellen oder uns im Speziellen, das ist die Wissenssicherung. Wir sind ja angetreten, um zu sagen, wir brauchen verstetigte Formate, um Digitalisierung weiter voranzutreiben. Uns fehlt aber noch so ein bisschen die Wissenssicherung. Und durch den YouTube-Channel und die Interviews und die Nuggets werden erster Schritt geschaffen, um Wissen einfach zu sichern, weil sonst ist es ja ein sehr flüchtiges Wissen auf diesen Veranstaltungen. Ich höre einen Vortrag, schreibe mir 2 Dinge mit, vielleicht gucke ich mir nochmal an, Netzwerke, nehme 2 Sachen mit und dann verflüchtigt sich das Ganze. Das heißt, wir brauchen... Da müsstest du vielleicht mal, aber vielleicht seid ihr schon im Gespräch mit Julian Ziesing sprechen, den kennst du ja wahrscheinlich auch, Potential Park, aber... Der hat gerade mit Ivana Hilgers ein neues Startup gelauncht, die Recronauten. Und da geht es in der Tat um Knowledge-Transfer, also eigentlich geht es um Weiterbildung. Und das wäre ja auch naheliegend für die HR Tech Night, sowas anzudocken. Genau, da sind wir dran. Also das ist eine Säule, die kommen wird. Die zweite Säule, die kommen wird, ist den Austausch, das Networking, nicht nur auf den Veranstaltungen,
zu ermöglichen, sondern auch in die Online-Welt zu transferieren. Also das ist natürlich dann der notwendige Schritt, um die Leute nicht nur und dann halt auch die ganzen Chapter, die wir haben in den Städten, dann zu vernetzen. Jetzt findet es ja sehr basiert statt. Stuttgart macht Stuttgart, Köln macht Köln, Hamburg macht Hamburg. Und wir wollen quasi eine Querverbindung schaffen, quasi eine Online-Community irgendwie schaffen. Auch das wird ein größeres Projekt werden, weil dann natürlich auch Content und so Sachen dahinter steht. Und der dritte Standbein wird sein, gegebenenfalls auch uns nochmal um die Jobwelt zu kümmern, weil es immer mehr digitale HR-Jobs geben wird und wir auch dahingehend immer die Anfragen bekommen. Wie könnt ihr denn bei der Rekrutierung von diesen Profis helfen? Mega spannend. Also. Ich denke, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen. Ich hoffe es nicht. Diese Einblicke finde ich sehr, sehr interessant. Bin gespannt zu sehen, was draus wird. Gibt es noch irgendwas, was du heute hier in diesem Talk noch loswerden möchtest? Nee, also letztendlich kommt alle gut in den Herbst und ich freue mich definitiv, dich mal wieder zu sehen, alle anderen, die ich so kenne, auf irgendwelchen Veranstaltungen, die im Herbst ja dicht gedrängt sind, zu sehen. Und ich hoffe, dass sie auch stattfinden. Also, wenn die HR Tech Night in Köln stattfindet, bin ich auf jeden Fall mit am Start. Denn ja, man kann es glauben oder nicht, ich war noch nie bei euch. Ja, stimmt. Ich lese nur immer darüber und denke immer, da muss er eigentlich hingehen. Ja, dann komm mal. Aber wie das so ist, verspreche ich hiermit. Am 16.09. Super, eingeladen. Wenn es stattfindet, dann komme ich auf jeden Fall. Und wenn dann Michael, online. Ich wünsche dir und Robindro und dem ganzen HR Tech Night Konstrukt alles, alles Gute. Kommt gut durch diese Corona-Zeit. Danke. Ideen gibt es ja en masse. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank. Ja, dann sage ich einfach mal bis bald. Bis bald, Gero. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss, Michael. Ciao.